Hallo, liebe Kultistinnen und Kultisten. Schön, dass ihr da seid. Wir aber spielen heute kein Horrorspiel. Nein, heute nochmal etwas Persönliches. Nämlich, das ist mein Video für die 100 Abonnenten. 100 Kultisten sind es mittlerweile geworden. Und das freut mich extrem. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass wenn ich irgendwann nach einem Jahr oder so vielleicht irgendwann mal 100 Subscriber hätte, dass ich dann einen Stream mache oder irgendwas Besonderes mache. Aber ihr seid mir tatsächlich absolut voraus. Ihr habt mir die Bude eingerannt. Und ich muss leider gestehen, ich bin noch gar nicht bereit für Streaming, habe noch gar nicht das Setup dafür, aber das soll noch kommen. Deswegen tut es mir furchtbar leid, dass es nur ein Dankesvideo mit so einer kleinen Spielewahl für die Community am Schluss wird. Und ich möchte natürlich wieder ein paar Leute erwähnen. Und wenn ihr nicht im ersten meines Dankesvideos erwähnt worden seid oder auch jetzt nicht namentlich erwähnt wurdet oder werdet, seid nicht traurig, denk an euch alle. Ich finde es super, dass ihr mich unterstützt. Ich bin total hin und weg, dass ich so eine coole Bubble oder so eine coole Community gefunden habe, die mich tagtäglich guckt, die mich tagtäglich unterstützt. Ihr seid echt alle super. Aber ein paar Namen, mit denen ich in letzter Zeit sehr viel zu tun habe, möchte ich natürlich nochmal erwähnen. Nämlich zum einen ist da der Ben von Spielart. Wir haben unseren Kanal, glaube ich, etwa zeitgleich gestartet und es ist super, dass ich mich mit dir austauschen kann. Hat auch einen super Kanal, schaut unbedingt mal vorbei und vielen Dank, dass du mir immer wieder mal Input gibst und dass man mit dir wunderbar reden kann, was funktioniert, was funktioniert nicht, was möchte man noch machen. Dank dir vielmals, Ben, das ist klasse von dir. Dann zwei Horror-Kollegen möchte ich erwähnen, nämlich das ist einmal der Mitch von Horror Heaven und von Honka Tonka Gaming, genauso wie Slixer. Das sind beides Horror-Kumpanen, die super inspirierenden Content auf ihren Kanälen haben und ich gucke euch wahnsinnig gern, weil dann sehe ich mal, was ist alles möglich im Indie Horrorbereich, was zockt ihr so? Und wie gesagt, freut mich auch, dass wir da eine Connection aufgebaut haben. Macht mir unglaublich Spaß, mit euch abzuhängen, auch wenn es nur virtuell ist. Dann vielen Dank auch an Tabi für deine Let's Plays von Gabriel Knight. Das Spiel ist so verloren gegangen tatsächlich in mein Gedächtnis, dass ich jetzt jeden deiner Let's Plays gucken muss von Gabriel Knight 2. Genauso auch, dass du mich immer mit irgendwelchen Rezepten versorgst von Asian Food, weil tatsächlich bin ich ein großer Fan von Asian Food. Naja, wir ihr seht, ich bin großer Fan von Food im Allgemeinen, weil ich esse relativ gerne. Aber deine Rezepte, die sehen immer super cool aus. Und das muss ich auf jeden Fall mal nachkochen. Danke dafür. Und vielen Dank auch an einige tolle Streamer, die ich kennenlernen durfte, die ich einfach regelmäßig gucke. Nicht, dass ich nicht auch bei anderen und bei euch gerne reinschaue, aber euch gucke ich wirklich regelmäßig. Das ist zum einen natürlich Spezia. Vielen Dank, dass deine Streams so super interaktiv sind. Ich erwische mich immer dabei, wie ich sage, hey, jetzt setze ich mich noch ein bisschen hin und schneide noch ein bisschen meine Videos zusammen. Und dann sehe ich, dass du online gehst mit dem Stream auf Twitch. Und dann, naja, ist eigentlich die Zeit schon wieder dahin geflogen, wo ich gemerkt habe, ich habe heute nichts geschnitten, sondern habe nur dir zugeguckt, wie du gerade Horror Games zockst. Das ist ausgezeichnet, wie du das machst. Und natürlich auch Rage One. Du warst in meinem ersten Video nicht erwähnt, großer Horrorbruder. Das muss ich natürlich nachholen, weil ich gucke deine Live-Events so unglaublich gerne, genauso wie deine Let's Plays auf deinem Kanal. Und bleib bitte so, wie du bist. Du machst einfach so coolen Content, den ich echt wahnsinnig gern verfolge. Als letztes noch Tora Gamingu. Ich muss sagen, deine Streams sind der absolute Wahnsinn. Ich war selten so unterhalten in deinen Streams. Aber auch deine Let's Plays, die gucke ich super gern. Du machst super geilen Content. Ist auch super liebevoll, super interaktiv. Gucke ich auch jedes Mal rein, wenn ich kann. Es ist einfach ausgezeichneter Content, den du lieferst. So, das zu meinen namentlichen Erwähnungen. Jetzt aber kommen wir noch zu dem, was ich angesprochen habe. Nämlich noch ein bisschen Community-Event. Ich habe mir überlegt, was kann ich machen, was kann ich machen. Irgendwas muss ich ja besonders machen, weil wenn ich nur da sitze und sage, wie toll ihr seid, naja, das ist auch ziemlich cool. Aber trotzdem wollte ich euch mal die Chance lassen, dass ihr mir sagt, was soll ich als nächstes oder als zukünftiges Let's Play machen? Was sind eure Games, die ihr gerne von mir sehen würdet? Und na ja, na klar, ein paar Regeln brauchen wir natürlich. Nämlich zum einen sollte es am besten PC-Game sein, weil ich leider keine Capture-Card oder ähnliches bisher besitze. Das heißt, im Moment bin ich leider auf dem PC eingeschränkt. Das heißt, ein PC-Game wäre super. Horror-Game natürlich, weil wir sind ja alle Horror-Heads hier, die wir sind. Und dann nicht zu vergessen, sollte das Game auch halbwegs irgendwie organisierbar sein auf den üblichen Streaming-Plattformen, ob es jetzt Steam, Epic Store oder GOG ist. Irgendwo da soll es auf jeden Fall zu finden sein, weil, wie gesagt, besonders Content, der in Deutschland nicht erhältlich ist, ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Wo kriegt man ihn her? Wo kann man ihn downloaden? Und deswegen
Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was wollt ihr von mir sehen? Es kann alles Mögliche sein. Ihr könnt ja sagen, hey, warum spielt der GHG nicht endlich mal, was weiß ich, Visage? Oder was ist denn mit Resident Evil 2? Warum sehe ich das noch nicht auf deinem Kanal? Oder aber ihr habt irgendwelche Indie-Games, wo ihr gesagt habt, hey, ich habe noch niemals gesehen, dass irgendwie jemand das zockt oder das will ich unbedingt mal wieder sehen. Auch wenn es ein Game ist, das etwas älter ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde dann nach dem Losverfahren, werde das alles in diesen okkulten Hut hier hineinwandern. Und je nachdem, wer dann gezogen wird, dieses Game werde ich auf jeden Fall demnächst als Let's Play zocken. Deswegen würde ich sagen, schreibt mir einfach, was wollt ihr von mir sehen? Was würde euch unterhalten? Auf was freut ihr euch besonders? Haut es in den Hut rein. Ich bedanke mich noch vielmals für eure Treue, für eure Unterstützung. Es ist wirklich so, dass es ohne euch einfach nicht so viel Spaß machen würde, wie es im Moment mir Spaß macht. Weil natürlich kommt es nicht immer auf die Zahlen an und man sollte einfach nicht auf Zahlen gucken, sondern man sollte machen, worauf man Bock hat. Aber wenn man noch eine tolle Community zusätzlich hinter sich hat, die auch wirklich die Videos gucken, die Videos liken, die Videos kommentieren, ist das natürlich umso geiler. Und es macht mir unglaublich Spaß, was ich derzeit mache. Und ich freue mich schon auf die nächsten Uploads. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, was euer Wunsch ist. Ich freue mich auf euch und mögen die großen Alten mit euch sein. Macht es gut. Ciao.